So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir machen heute weiter, liebe Leute, mit der Mission vom guten Dutch. Allerdings müssen wir dort erstmal noch hinreiten. In der letzten Folge hatten wir mal wieder ein bisschen Schießerei. Da haben wir, genau. Was haben wir da gemacht? Ja, geschossen. In Valentine hat man eine schöne Stadtschießerei und alles rum und dran. Ja. Action pur auf jeden Fall. Gut, naja, wie auch immer. Wir haben in Valentine jetzt Kopfgeld von $60. Rhetorisch könnten wir das locker zahlen. Das machen wir auch, wenn wir wieder mal hin müssten. Weil irgendwie muss ich mal langsam Step by Step das Kopfgeld runternehmen. Genau, wir hatten ja das mit den Schafen und so, mit den geklauten Schafen haben wir ja für die Auktion gebracht, dass wir da auch noch ein bisschen bekommen. 18% kriegen wir noch vom Lös. Und ja, dann halt die kleine Schießerei. Aber jetzt gehen wir jetzt mal zurück und machen die nächste Mission hier. So, da sind wir wieder am Lager. Hallo. Ich hätte genug Geld in der Kasse, dass ihr euch das Scheiß selber kaufen könnt, Mann. So. Hallo, Dutch. Someplace sensible, shake them that's following us and lie low. This is lying low? You turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure. This can wait. Okay. Wir sollen auf unser Pferdchen steigen. Top. Und dann reiten wir zum Dewberry Creek. Ja, dann machen wir das nochmal. Da haben wir mal eine Wegmarkierung oder so. Ja, was ist denn das? Ob es da unten ist, was? Ich setze mir gerade mal eine Wegmarkierung. So, die maximale Verbundenheit. Ja, wir können Zeit vertreiben. Ja, warum nicht? Ach so, wir wollen das Lager umbauen, beziehungsweise umsiedeln. Where does it end?
Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually, it went away. And this is a big country. But now, these Pinkertons, better paid bounty hunters. I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one. Which guaranteed... hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. It seems very open. Yeah, it does. Make sure to be the best in the rain neither. Let's take a look around. Ich suche doch Baby Aua! Ups, das war nicht so die Übersicht. Alles okay, Pferde? War irgendwie tatsächlich nicht die Absicht, mein Pferde zu verletzen. Warte, ich nehme mal kurz den Dingspunkt raus. Ja, sagst du, wir sollen eine Leiche dich suchen, die da hier wahrscheinlich ist. Die Arschgeier sind auch schon da. Wofür so viel zum Thema Bewohner? Guck mal da vorne, da leuchtet es doch irgendwo. Careful, sure. Durchsuche das Lager. Warte mal. Wir gehen erstmal unbewaffnet rein oder bis wir sehen. Wir wollen ja nicht direkt negativ auffallen. Nur im größten Fall. Okay, hier ist in erster Linie mal gar nichts. Munition. Nehmen wir mit. Warte mal. Für den Fall, dass in dem anderen Zelt doch was war. Ne, hier war nichts. Dann gehen wir nochmal zu dem letzten. Nein, nee, das war unser. Kisten durchsuchen. Ups. It's okay. It's okay. You come out of there. You okay? You don't mean no harm. Are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ja. German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Mann, müssen wir helfen. Let's see if we can pick up a trail. Folge Schatz. There. Tracks. Come on. I don't see none. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well,
Maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Okay, looks like they go down this way. Careful. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch in. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Hold up. Let me check this. Continues along the shore here. Like you were saying before. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Yeah. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere. Ich will das Fett mal wieder sauber machen. Ich wollte, als wenn ich jetzt, ich kann jetzt X gedrückt. Let me make sure this is right. Let's go, boy. Ich dachte, wir können jetzt zu Fuß weitergehen. Vorne. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. You got your knife there? Yeah. They've left behind for us. Ja, ja, alles gut. Erst mal, dann helfen wir den Kollegen da. Schneiden Sie das Seil durch, bitte. Yeah.
So. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Bring den Siedler zu seiner Familie zurück. Das machen wir doch glatt. So. Ja, gerne. Soll ich mitkommen? Ja. So, wir kurz eben mal eine Markierung setzen. Wir wollen ja den Kollegen da oben zu seiner Familie zurückbringen. Deutsche Familie. So, wir machen das jetzt einfach ganz einfach. Als mögliches reiten wir jetzt einfach querfeld ein. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Das ist schon schön, wenn man die Familie wieder hat. Ja, ist doch schön, wenn man helfen kann. You were right. Oh, this place. Oh, it'd be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Das war ruhig still, das Kind. Und das nächste, morgen geht's weiter mit dem dritten Teil. Kapitel Nummer 3, Clemens Point. Wir sind jetzt durch mit Kapitel 2. Endlich! Hat lang genug gedauert. Das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge weiter bei Let's Play Red Dead Redemption mit dem dritten Kapitel. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ja, bis morgen.